Hey ja, Leute, was geht? Der Ulsen hier und wir zocken mal wieder eine Runde Magic 2014. Und gerade ist ein neues Deckpack erschienen für Magic. Und es gibt zwei neue Decks. Wollen wir uns mal kurz angucken. Ja, es gibt nämlich die offene Rechnung. Ist, glaube ich, eins von den neuen Decks. Wir haben ja gegen das eine schon gespielt. Ich glaube, gegen das hier, wo man so große Kreaturen... Ich glaube, das Deck hat ziemlich viele dicke Kreaturen, wie hier zum Beispiel den versteckten Schrecken. Wenn der versteckte Schrecken ins Spiel kommt, opfere ihn, falls du nicht eine Kreaturenkarte aus deiner Hand abwirfst. Und ich glaube, das Deck ist so aufgebaut, dass man diese fetten Kreaturen hier, Kaiga, der Stern der Gezeiten, eine legendäre Kreatur, die fette Sphinx von Magosi, die Goliath-Sphinx, den runenvernarbten Dämon, die Gezeitenkrake, den Spross der Dunkelheit oder den Dämonen vom Todestor. Die wirft man dann aus der Hand ab und retzt sie dann. Zum Beispiel hier mit den Toten, von den Toten auferstehen, holt man die dann von dem Friedhof wieder. Oder mit dem Leitstern der Unruhe. Bringe ein Artefakt oder Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. Mische den Leitstern der Unruhe in die Bibliothek seines Besitzers. Also eigentlich ziemlich cool, weil es hier nur so ums Retzen geht. Und ich habe mir gedacht, wir können doch direkt mal ein bisschen Multiplayer mit dem Deck spielen und uns dafür ein paar Karten holen. Ja, machen wir doch mal, ne? Beziehungsweise, was war das andere Deck? War das der wiederholte Segen, den es gab? Ich muss hier mal kurz durchgucken. Aber Zins Ruhm hatten wir alles schon. Fürsten der Dunkelheit. Ist das ein altes Deck? Schwarzfühliger Totengräber. Alternder Goblin, Onyx-Magier. Ekelbold. Teuflisches Edikt. Eine Kreatur deiner Wahl opfert. Ein Spieler deiner Wahl opfert eine Kreatur. Klinge des Schicksals. Rußbold. Das ist auch neu, oder? Der Seelenkerker Unhold. Triumph der Grausamkeit. Zu Beginn deines Versorgungssegments wirft ein Gegner deiner Wahl eine Karte aus der Hand ab. Falls du die Kreatur mit der größten Stärke kontrollierst. Ranken des Zerfalls. Das ist ein ganz schwarzes Deck, ne? Das ist auch ein ganz schwarzes Deck. Ich glaube, diese beiden Decks sind neu. Ein schwarzes und ein schwarz-blaues. Hundertprozentig sicher bin ich mir natürlich da nicht, aber das erwartet man ja hier, ne? So, wir machen einfach mal ein Multiplayer-Game auf und wählen aus... die offene Rechnung wählen wir aus. Und jetzt warten wir mal, ob hier jemand reinkommt. Ich hoffe es. So, ich muss mir erstmal ein Schlückchen hier nehmen. Also... ist auf jeden Fall cool, dass es immer neue Decks gibt. Die kosten... was habe ich bezahlt? Ich glaube 3 Euro kosten diese zwei neuen Decks. Ich meine... Wizards of the Coast macht damit natürlich gut Kohle, ne? Aber... ich meine, so viele Stunden, wie wir Magic hier jetzt schon gezockt haben, geht das auf jeden Fall klar. So, und wir haben nur 3 blaue Mana. Aber nur schwarze Karten. Puh, ich glaube, wir müssen neu ziehen. Was machst du? Ziehe 3 Karten und wirf dann eine Karte aus deiner Hand ab. Für 4 Mana. Nee, wir müssen neu ziehen. So, wir haben 2 Mana. Ich glaube, wir probieren das einfach mal. Los geht's. Wir haben den verwesenen Bolt. Wirf eine Karte aus deiner Hand ab. Der verwesene Bolt erhält Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Okay, welches Deck spielt er? Düstergrab Ghoul. Ich glaube, er spielt das Ghoul Deck. So, wir fangen jetzt hier einfach mal an und spielen einfach mal ein schwarzes Mana und hauen den verwesenen Bolt raus. Aber wir haben noch den listigen Vergessensmagier. Zu Beginn deines Versorgungssegments wirft jeder Spieler eine Karte aus seiner Hand ab. Ist natürlich auch cool. Wollen wir eine Karte aus unserer Hand abwerfen gerade? Nö, ne? Nö. Ich kann ja sowieso gerade nicht mit dem attackieren. Aber wir haben die Gezeitenkrake, die wir abwerfen können. Die Gezeitenkrake kann nicht geblockt werden. Okay. Oh Mann, ich muss hier immer drücken. Das verpallere ich hier die ganze Zeit. Die Exhumierung. Jeder Spieler bringt eine Kreaturenkarte aus seinem Friedhof ins Spiel. Okay. Das ist der Grabkriecher, ne? Alter, jetzt muss ich hier immer weiter drücken. So. Okay, er greift jetzt an mit dem 2-2er. Wir blocken mit dem natürlich erstmal noch nicht. Boah, und er hat den zweimal draus gebracht. Jo, ey. Und wir brauchen auf jeden Fall Mana. Wir können jetzt aber die Exhumierung schon spielen.
Jeder Spieler bringt eine Kreaturenkarte aus seinem Friedhof ins Spiel. Das ist natürlich krass. Das heißt, wir werfen jetzt erstmal. Wir bewerfen jetzt erstmal die Gezeitenkrake ab, ne? Auf jeden Fall, ey. So, abgeworfen. Jetzt können wir mit dem Kollegen hier sogar angreifen. Okay, gehen wir mal in die Angreifenphase. Das ist gerade das erste Mal, dass ich das Deck spiele, deswegen bin ich hier gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben hier noch die Klinge des Schicksals. Und die Exhumierung, die können wir auch direkt spielen. Und jetzt holen wir einfach die Gezeitenkrake. Jojo, 6-6 unblockbar, ne? Schön. So läuft das doch ganz gut, ey. In der zweiten Runde eine 6-6-Kreatur draußen. Dieses Deck, ey. Ist echt krass. So, die Kollegen hier sind... Grabrieger kann nicht blocken. Du kannst den Grabrieger aus deinem Friedhof wirken, solange du einen Zombie kontrollierst. Ja klar, blocken wir die einfach. Wieso denn auch nicht? Opfere den verdammten Geisterbeschwörer. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Krass, damit den können wir auch retzen. Und wir haben noch ein drittes Mana gezogen. So, und die hier müssen wir... Zu Beginn deines Versorgungssegments wirft jeder Spieler eine Karte aus seiner Hand ab. Oder den 2-2er. Ah, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, wir spielen lieber momentan erstmal den hier, den Retzer. So, wollen wir mit dem angreifen? Wieso können wir mit dem nicht angreifen? Check ich gerade nicht. Sind wir immer noch... Doch, jetzt sind wir in der Angriffsphase. Mann, bin ich verplant. Das ist ja unglaublich hier. Komplett verplant, Olsen, hier bei dieser Aufnahme. So, jetzt haben wir mit dem unblockbaren 6-6er natürlich angegriffen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass er uns hier nicht gleich schneller tötet, als wir ihn töten. Das wollen wir ja nicht. Und er bringt den Buffer, ey. Kacke. So, er greift uns an. Der Düstergrabgut kommt getappt ins Spiel. So, den müssen wir jetzt erstmal wegblocken, ne? Da kommen wir. Und die anderen hier werfen wir. Den werfen wir einfach davor. Wir dürfen jetzt einfach nicht so viel Schaden kassieren. 12 haben wir noch und er hat 13. So, wir ziehen hier Kartenzieher, okay. Erstmal spielen wir, glaube ich, die Klinge des Schicksals. Bestimmt eine Kreatur, die zerstört werden soll. Kann ich den nicht? Wieso zerstöre eine nicht schwarze Kreatur? Ach, scheiße. Okay, dann spielen wir einfach das hier. Wir können gerade irgendwie nicht attacken, oder? Kann er uns diese Runde töten? 4, 8, 12... Auf jeden Fall, wir müssen blocken. Scheiße, ey. Dabei haben wir schon so eine fette Kreatur rausgebracht, aber diese kleinen Zombies, ey, die machen uns fertig. Scheiße. Verzehrende Dämpfe, was ist das denn? Ein Spieler deiner Wahl opfert eine Kreatur. Okay, dann opfern wir den. Und wir sind tot. Kacke. Och, das kann doch nicht. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Wir sind nicht ganz tot. Aber fast. Scheiße, ey. Das ging ja mal schnell. Dieses Ghoul-Deck, dieses Zombie-Deck, ist auch echt nicht, nicht zu verachten. So, 4, 8, 12. Okay, wir defen. Hallo, ich möchte blocken. Alter, ich habe ein Monster-Lag hier. Hallo? So, ich möchte natürlich den Typi blocken. Und wir sind direkt tot. Verlieren die denn nicht? Die müssten doch dann das verlieren. Hä? Ja, weiß ich gerade auch nicht, was hier passiert ist. So, wir probieren das Deck nochmal aus. So, Abizilette. Ach, gegen den haben wir doch schon mal gespielt, ne? Gegen die Abizilette. Fällt mir gerade auf. Irgendwann in den ersten Folgen hatten wir gegen den mal gespielt. Auch schön.
So, jetzt haben wir auf jeden Fall 4 Mana. Hier können wir opfere den verdammten Geisterbeschwörer, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Wir haben fliegend, wenn Kaiga, der Stern der Gezeiten, stirbt, übernimm die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Okay. Alles klar. So, was machen wir? Wir müssen irgendwie diese Karten abwerfen. Das können wir momentan nicht. Ich denke, wir müssen dann erstmal ein bisschen konservativ spielen hier. Und erstmal ein paar normale Kreaturen rausbringen. Und ein bisschen Mana holen und sowas. Und wir haben ja immer noch diesen Kartenzieher hier. Ziehe 3 Karten und wirf dann eine Karte aus deiner Hand ab. Für 4 Mana. Ist natürlich nicht gerade günstig, aber. Was tut man nicht alles, um fette Kreaturen abzuwerfen? So, wen spielt er? Den totgeweihten Reisenden. Wenn der totgeweihte Reisende stirbt, bringe einen 1-1 weißen Geist-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit ins Spiel. Aha. Irgendwie gibt es hier zu viele Decks, die ich alle nicht kenne. Ich glaube, ich muss mehr Magic zocken. Ich gehe hier einfach zu doll. Wenn der totgeweihte stirbt, okay. Das heißt, wir wollen nicht die Klinge des Schicksals gerade spielen. So, wir machen erstmal weiter hier. Was kann denn eigentlich der Spross der Dunkelheit? Verursacht Trampelschaden. Immer wenn der Spross der Dunkelheit einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof dieses Spieler unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen. Okay, krass. Was bist du? Du bist der Elite-Inquisitor. Krass, Kreatur, Mensch, Soldat. Erstschlag, Wachsamkeit. Was? Erstschlag, Wachsamkeit, Schutz vor Vampiren, Werwölfen und Zombies. Wow, wow, wow. Okay. So, wir spielen jetzt den verdammten Geisterbeschwörer, ne? Wie viele Karten haben wir auf der Hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich glaube, wir spielen in dieser Runde noch nicht. Dann können wir nämlich gleich, müssen wir nach der Runde hier eine Karte abwerfen. Ich glaube, das wäre ganz kluch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, wir haben 7 Karten. Scheiße, was mache ich denn? Okay, wer bist du? Ritter der weißen Orchidee. Wenn der weiße Ritter der weißen Orchidee ins Spiel kommt, falls ein Gegner mehr Länder kontrolliert als du, kannst du deine Bibliothek nach einer Ebenenkarte durchsuchen. Sie ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek neu mischen. Wow, 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 ey. Ich muss ja erstmal was von ihm töten. Den Typ hier. Der muss jetzt erstmal weg. Jetzt hat er nämlich auch noch den Buffer rausgebracht. Das geht ja hier schon wieder gar nicht. So, was wir letzte Runde gemacht haben, war natürlich wieder kompletter Fail. Aber, naja. So sind wir halt hier, ne? So, ich glaube, soll ich mir erstmal Karten ziehen? Verursacht Trampelschaden. Ich könnte den umwandeln. Das machen wir einfach mal. Umwandlung. Okay. Jetzt liegt er auf dem Friedhof. Wir ziehen einen Mana. Alles klar. Das hätten wir letzte Runde schon machen können. Okay, mit der Umwandlung kommen die auch auf den Friedhof. Und wir ziehen eine neue Karte. Ah, da müssen wir gucken, dass wir das gleich machen können. Was bist du? Opfere den selbstlosen Katara. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus eins bis zum Ende des Zuges. Okay. Ist natürlich gar nicht so schlecht. Und wir kassieren jetzt natürlich gerade echt ein bisschen viel Damage. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben nur noch 12 Leben. Okay, und wir können direkt retzen. Das ist ja schon mal was Schönes. Okay, von den Toten auferstehen. Das machen wir doch direkt mal. Bestimme. Was bitte? Ich würde gerne aus meinem Friedhof was retzen. Verursacht Trampelschaden. Okay, dann spielen wir den erstmal. 6-6, Baby. So muss das sein. Okay, und er wird direkt exiliert. Das ist ja natürlich ein bisschen frech, ne? Oh Mann, ey, wir werden hier schon wieder so richtig fertig gemacht. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Die Abizilette gibt uns ganz schön Haue hier. Aber ich glaube, wir spielen das hier auch nicht ganz so effektiv. Jeder Spieler bringt eine Kreaturenkarte aus seinem Friedhof ins Spiel. Aber immerhin können wir die Kega hier spielen. Was uns nicht viel bringen wird. Wir haben jetzt schon verloren, leider.
Ja, gegen dieses Deck hier ist natürlich so, diese schnellen Decks, die er da spielt, ne, wo er uns hier ganz schnell platt macht, sind natürlich dann nicht optimal gegen. Jetzt kommt noch der Champion des Sprengels. Jo, das sieht nicht gut aus für uns. Und die wird auch direkt wieder exiliert, ne? Oh Mann, Mann, Mann. Sowas kann ich hier, dürfte ich ja eigentlich gar nicht hochladen. Mache ich natürlich. Habe ich ja gar keine Probleme mit. Noobs Style mit Olsen, sollte ich die Folge nennen. Yo, das war mal eine akute Vorführung. So, die ABC-Lette regt mich jetzt auf. Wir spielen jetzt mal ein richtiges Deck. Diese neuen Decks kotzen mich an. So, Mann, so, das geht ja hier gar nicht. So, wir spielen jetzt mal... Was spielt ihr da für komische Decks? Wollen wir einfach mal... Jetzt spielen wir was richtig Dreist. Komm, wir spielen einfach jetzt Ausweichen und Verbrennen. Okay, los geht's. Ey. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen britzeln und kanzeln hier. So, das Abweichen. Verändere das Ziel eines Zauberspruchs deiner Wahl, der nur ein einzelnes Ziel hat. Okay. Elektrolysieren und die Anrufung des Feuerhirns. Ja, das geht. Das geht. So, jetzt verteilen wir hier auch mal ein paar Bomben gegen die Abizilette. Wir sind immerhin Meister der Weltnis, unser Titel. Das können wir uns ja hier nicht nehmen lassen von irgendwelchen komischen Abi-Tabletten. So, jetzt bringen wir erstmal den Unholdi, Unholder. Was ist los in dieser da? Er spielt auch ein rotes Deck. Wenn er jetzt auch ausweichen und verbrennen spielt, Rastigos, ne? Dann Rastigos, da beiße ich hier meine Tastatur und der spielt natürlich das Deck. Oh Mann, das ist ja hier. Das ist ja. Oh, das kann jetzt ja wieder jetzt nur um Stunden handeln. Um Stunden kann sich das nur handeln. So, hier Damage, Damage und den Kartenzieher und Damage. Okay, wir wollen jetzt aber angreifen, deswegen springen wir einfach jetzt mal elektrolysieren. Wir machen hier jetzt ordentlich Schaden. So, auf den Spieler. Zweimal und jetzt wird unsere Karte hier noch weggebrutzelt wahrscheinlich, ne? Der singende Speer. Ja, war ja klar. War ja auch zu schön gewesen. Hab mich schon gewundert, warum er den Miley nicht vorher schon weggebrutzelt hat. So, und er macht gar nichts. Okay. Er kann auf jeden Fall nicht canceln. So, und wir machen auch gar nichts. Ach, ist er wieder ein Traum hier. Ist das ein Traum? Verkohlen. Okay. Den machen wir dann natürlich direkt mal auf ihn. Und bam, kriegt er direkt 4 Schaden. Ne, er hat sogar... Na doch, 4 Schaden hat er gekriegt. Oder 6? Ich weiß nicht. Doch, er hat sogar 6 Schaden gekriegt. Ist ja ein Traum. So, immerhin gehen wir hier gut ab. Vergolen. Wollen wir das auch direkt mal spielen? Und dann spielen wir auch mal direkt auf ihn. Auf die Abizilette. Das wird er jetzt wahrscheinlich canceln. Oder er macht dasselbe, was wir gerade gemacht haben. Ne, er cancelt ihn. Wir kriegen ihn wieder auf die Hand zurück. Okay. Dann Mantau. Wir haben noch Elektrolysieren. Ja, hatten wir ja schon. So, einen Kartenzieher haben wir. Ist natürlich ganz nett. Aber wir spielen jetzt erstmal nochmal Verkohlen auf ihn. Pass auf, du Abizilette. Gedankenfesselung, okay. Doch einen Kanzel. Okay, dann lassen wir das erstmal. Jetzt hat er immerhin seine Kanzels hier ein bisschen weggehabt und wir kriegen jetzt den singenden Speer ab. Okay. Können wir so machen, Kollege. Er hat noch 4 Karten auf der Hand. So, und wir kriegen die Schmerzgrenze. Jeder Spieler kann sich entscheiden, sich von Schmerzgrenze 6 Schadenspunkte zufügen zu lassen. Falls niemand dies tut, zerstöre alle Kreaturen. Okay, das bringt es ja gerade nicht so, ne? Aber ich glaube, wir ziehen erstmal Karten. Und
der cancelt dann natürlich, ne? Zurückweisen. Okay, kriegen wir wieder auf die Hand. Na gut. Und elektrilisieren. Zwei Schaden für uns. Und er zieht noch eine Karte. Ist ja hier wieder ein wunderschönes Duell, ne? Geht doch nur nichts über so ein richtig schönes Brützel- und Kanzel-Duell, ne? Das macht doch wirklich Spaß. Eigentlich wollte ich ja die neuen Decks zocken hier bei Magic, aber das war gerade schon wieder alles zu viel für mich. So, er macht hier mal wieder gar nichts. Ich glaube, wir fangen jetzt erstmal mit dem sengenden Speer an. Auf ihn. So, der wird jetzt wahrscheinlich gecancelt oder sowas. Wird er nicht. Okay, Mist, wir können jetzt gar keine Karten mehr ziehen. Dann spielen wir aber halt noch Elektrilisieren auch noch auf ihn. Machen wir doch mal. Und wir haben noch eine Kanzel gezogen. Das ist ja auch ganz nett. Auch ganz nett ist das. Wir können zwar gerade nicht canceln, aber nächste Runde kommt immer. So, er hat noch einen Mana gezogen. Wie viel Mana hat er da jetzt? 7. Wir haben 6. Ist natürlich nicht das Schlechteste. So, wir haben nochmal einen sengenden Speer. Können wir da noch Karten ziehen? 4, 5, 6. Nee, die kostet alle, die wir haben. Wollen wir gerade Karten ziehen? Ich denke nicht. Wir spielen einfach mal den sengenden Speer auf ihn. So, er hat noch 4 Leben. Und das heißt, nächste Runde könnten wir das hier machen, wenn wir das wollten. Schmerzgrenze bringt es gerade nicht. Okay, wir machen erstmal weiter und canceln. Und nächste Runde verkohlen. Nö, 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 nicht verkohlen. Das wird gecancelt. Er hat natürlich immer noch 4 Karten, was nicht gerade so cool ist. Aber er spielt immerhin Mana. Das ist ja nicht ganz so schlecht. Der macht gar nichts. Anscheinend will er immer noch canceln. So, und wie viel Schaden kann man mit dem machen? Bestimme eines CX-Karten oder Anrufung des Feuerns fügt einer Kreatur in deinem Spieler X Schadenspunkte zu. Das heißt, wir könnten ihm 3 Schaden damit zufügen. Ich denke, wir ziehen erstmal Karten. Wird er bestimmt wieder canceln, aber... Nee, wird er nicht. Okay, was macht er da? Kanscher Geysir, X Schadenspunkte. 9. Okay. Wir haben auch gerade wirklich 4 Mana gezogen, ne? Ja, nice, ey. Tyrannisieren. Jeder Gegner darf sich entscheiden, sich von Tyrannisieren vom Schadenspunkt zu fließen lassen. Falls jemand dies tut, zieht ein Spieler deiner Wahl 3 Karten. Okay. Wollen wir 5 Schadenpunkte kassieren? Ich denke, ja. Oder? Gut, dann braucht er nur noch 4. Ich denke, wir machen das einfach mal. Ich hoffe, er hat jetzt keinen X-Schaden auf der Hand. Erdbeben auch. Nee. Jetzt hat er auch noch gewonnen. Nein. Die Abizilette ist aber auch am Lacken hier, ne? Ach, unentschieden. Ach so, ist ein Traum. Unentschieden, ja. Schön. Okay, wir nehme ich jetzt halt nochmal ein anderes Deck. Meine Fresse hier nochmal. Das ist ja hier schon wieder zum Verrücktwerden, ne? Okay, spielen wir mal das Gedankenlabyrinth. Wir müssen jetzt einfach mal ein paar alte Decks hier zurückfallen, sonst kriege ich für die Vollkrisen, ne? So, warum drehe ich hier den Tisch? Man weiß es nicht. Wir haben den Fürst des Unrealen, das Traumbild. Und Fette. Auch diese Allwissenheitsscheiße, die muss ich rausnehmen. Kacke. Müssen wir gleich mal dran denken, dass wir die nach dem Spiel mal rausnehmen. Also, wir müssen das besonders auch machen. Wir müssen daran denken. Denn ich vergesse das sowieso. Okay. So, jetzt spielen wir erstmal den Fürst des Unrealen. Und traumbildisieren den gleich. Das ist dann schon mal ein guter Anfang, wenn man 2 Buffer draußen hat. Und er spielt grün. Was, Stärke des Jägers? Sieht man ja selten. Okay.
Das Schäfchen haben wir auch noch. Also wir kopieren uns erstmal unseren Buffer. Und greifen an. Oh, diese Allwissenheit, ne? 10 Mana, ey. Was ein Scheiß. Gegenzauber haben wir auch noch. Wir könnten aber mal einen Mana gebrauchen. Das wäre ganz cool. Ach so. Okay. Dann nochmal. Dann nochmal. Wieso denn auch nicht? Also, das geht ja hier schon mal echt gut los. Das ist echt mal ein krankes Spiel mit dem Illusionsdeck. Ach, jetzt kommt der elfische Pfeifer. Boah, den müssen wir ihm gleich erstmal hier richtig schön verhammeln, ey. Mit der Verhammelung bis zum Ende des Zuges verliert eine Kreatur deiner Wahl alle Fähigkeiten und wird 0-1. Ach, das ist nur bis zum Ende des Zuges? Das ist natürlich kacke. Scheiße. Dann müssen wir es in seiner Runde spielen. Sonst holt er sich gleich fette Kreaturen von seiner Hand. Okay, er hat noch 2 Leben. Oh, ich muss jetzt ganz schnell erstmal die Verhammelung spielen. Und er benutzt den natürlich auch direkt jetzt, ne? Ah! Was kommt jetzt für ein Monster? Ja, genau, so ein fetter Eldrazi, ne? 10-9, ey. Wenn du kurzeliges Handwerker wirkst, kannst du eine Kreaturenkarte in der Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Vernichter 2, ey. Boah. Wehmütige Gedanken. Ein Spieler deiner Wahl zieht 2 Karten und wirft dann 4 Karten ab. Ziehe 2 Karten. Ja, ich meine, er ist ja jetzt tot, ne? Das heißt, wir behalten uns lieber den Gegenzauber. Okay. Er treibt jetzt noch irgendwas. Aber ansonsten haben wir jetzt gewonnen. Das sind aber auch echt kuriose Games hier, ne? Findet ihr nicht auch? Das sind echt komische Games, die wir hier gegen die Abyssalette spielen.